Der DT4. Mit 80 km/h verbindet er seit über 30 Jahren die Stadtteile Hamburgs. Insgesamt wurden zwischen 1988 und 2005 126 Doppeltriebwagen gebaut. Hergestellt wurden die Züge von Bombardier und LHB. Eine Einheit wiegt leer 77 Tonnen. Sie besteht aus 4 Wagen und bietet insgesamt 182 Sitz- und 223 Stehplätze. Er hat mehrere Besonderheiten. Der DT4 war das weltweit erste U-Bahn-Fahrzeug, welches mit einer Sprinkleranlage ausgerüstet wurde. Außerdem wurde mit ihm das Fahrgastfernsehen in der U-Bahn Hamburg eingeführt. Er wurde in 6 Serien gebaut. Die Stromzufuhr erfolgt über eine seitlich am Gleis liegende Stromschiene. Die 4 Wagen des DT4 sind unterteilt in 2 Viertelzüge, welche nicht voneinander getrennt werden können. Derzeit verkehrt er hauptsächlich auf den Linien U1 und U2. Ende der 2000er Jahre wurde der Innenraum der Züge modernisiert. Zwischen 2013 und 2015 wurden außerdem alle Züge der neuesten Serie angepasst. Nachfolger des DT4 ist der DT5, welcher seit 2012 unterwegs ist. Trotzdem ist eine Ausmusterung vor 2030 sehr unwahrscheinlich.